Das ehemalige Wehrkreiskommando oder auch Kreiswehrersatzamt sind wohl die geläufigsten Begriffe, die mit dem Gebäude in der Straße am Lessinghaus verbunden sind. In Betrieb ging es aber 1956 als Bettenhaus der damaligen Poliklinik des Krankenhauses. Bis 2012 wurde es von der Stadtverwaltung genutzt und Ende 2014 an Privatinvestoren verkauft. Die sanieren nun. Ja, also eine grundlegende Schwierigkeit war es gewesen, die großen Räumlichkeiten in einen wohnlichen Grundriss hineinzubekommen. Aber ich denke, das ist uns sehr, sehr gut gelungen. Wir konnten dort zusammen mit unserem Bauleiter, dem Sachverständigen und Bauleiter Ingolf Krawelke, eine Lösung finden, die uns gefällt und auch unseren zukünftigen Mietern. Die breiten Flure, eben zum Transport der Betten vorgesehen, waren bei der Planung übrigens eine besondere Herausforderung. Also wir haben zum Beispiel in den Flur für die Zweiraumwohnung ein integriertes Bad, was dennoch sehr, sehr geräumig ist, also wohnlich wirkt. Und ansonsten haben wir an den Giebelseiten jeweils die Flure als Räumlichkeiten mitgenutzt. Das Gebäude wurde in den 90er Jahren bereits einmal saniert und trotzdem gab es für die Bauherren unvorhergesehene Maßnahmen. Ja, also Überraschungen gibt es beim Bau immer, gerade wenn man den Altbau saniert. Eins war zum Beispiel, dass statisch nachgebessert werden muss. Es muss natürlich, wenn dann zu Wohnzwecken was umgebaut wird, auch der Brandschutz mit berücksichtigt werden. Also Statik, Brandschutz, das waren so Dinge, wo das eine oder andere dazu kam. Ansonsten ist uns aufgefallen, dass die Abwasserleitung, also die Grundabwasserleitung, doch sehr marode war. Also die wurde in der Neuzeit nicht saniert und da mussten wir halt natürlich nachhelfen, damit, sage ich mal, die Bäder nicht verunreinigt werden durch Rückstaus. Der Trockenbau und Innenausbau laufen auf Hochtouren. Auch die Fassade leuchtet mittlerweile bereits in einem frischen Anstrich. Nur die schöne alte Tür ist leider verschwunden. Ja, das ist ein Wunderpunkt. War eine schöne Tür gewesen. Leider war sie schon im Zustand des Kaufes defekt gewesen, weil hier mal ein Einbruch versucht wurde. Wir vermuten, weil die Tür aus Kupfer war, also mit Kupfer beschlagen, dass man versucht hat, dort diesen wertvollen Rohstoff zu bergen. Deswegen mussten wir diese Tür erstmal als Bautür herrichten und dann kommt eine vollkommen neue Tür herein. 8 Wohnungen entstehen hier übrigens von 60 bis etwa 130 Quadratmetern. Trotz recht zentraler Altstadtlage geht der Blick aus dem Fenster, aber meist ins Grüne.